Base, bitte melden. Seawind, Seawind, Seawind. Hier ist KH6ITM, bitte melden. Seawind, hier ist Tilo Base, bitte melden. Mac, Muff, hört ihr mich? Seawind, Seawind. War das das Funkgerät? Atmosphärische Störung. Ich dachte, ich hätte jemanden sprechen hören. Lassen wir uns eine Weile treiben. Was hältst du davon? Seawind, hier ist Hilo Base. Bitte melden. Mac, Muff, seid ihr da? Hört ihr mich? Seawind, hier ist Hilo Base. Nun meldet euch doch. Ich versuche es seit 15 Minuten. Alles Mögliche kann los sein. Oh ja, aber nichts Gutes. Er ist 15 Minuten über die Zeit. Mac Graham ist der vorsichtigste Segler, den ich überhaupt kenne. Vorsichtig und zuverlässig. Jedes Mal hat er sich bisher gemeldet. Um 5 Uhr pünktlich. Möglicherweise ist sein Funkgerät nicht in Ordnung. Seawind, hier ist Hilo Base. Jetzt meldet euch. Verdammt nochmal, Mac, wo steckt ihr? Verstehen Sie denn nicht? Das ist jetzt schon die zweite Woche, in der ich ihn nicht habe erreichen können. Jeden Abend habe ich es wieder versucht, und zwar Mr. Schumacher, ich verstehe Ihre Sorge, aber wir können nicht jedes Mal ein Flugzeug zu einer 1000 Meilen entfernten Insel schicken, nur weil ein Segler nicht an sein Funkgerät geht. Aber ich sage Ihnen, da muss irgendwas passiert sein. Und was meinen Sie, sollen wir tun? Ich meine, dass Sie nach Ihnen suchen sollen. Und wo sollen wir da anfangen? Wo? Tja, ich denke ganz sicher nicht in Kansas City. Kein Boot. Nicht mal das Kleinste in Sicht. Keine zu Hause auf Palmyra. Bitte sieh dich doch mal um, Charlie. Na schön, aber ich verschwende nur meinen Treibstoff. Es sind nämlich ganz schön viele Meilen, wenn ich schwimmen muss. Es ist kein Boot da, Kurt. Ich sagte dir doch, mein Freund, du musst woanders suchen. Danke, Charlie. Genau das werde ich auch tun. Darüber, ja.
Nichts! Gary, pass auf ihn auf. Miss Jenkins, Sie sollen wissen, dass Sie bis jetzt noch keines Verbrechens beschuldigt werden. Ich werde Ihnen alles sagen, was Sie wissen wollen. Wie ist der Name des Schiffes, mit dem Sie nach Hawaii kamen? Sea Wind. Und wem gehört es? Mac und Muff Graham. Wo sind Mac und Muff Graham? Sie kenterten mit dem Beiboot beim Fischen und ertranken. Es war ein Unfall. Jennifer Jenkins, ich muss Sie jetzt aufklären über Ihre Rechte. Sie haben das Recht zu schweigen. Sie haben das Recht, sich einen Anwalt zu... Nein, ich will Ihnen alles darüber sagen. Ich will Ihnen sagen, was genau passiert ist. Dwayne Walker, Sie sind verhaftet. Wenn Sie es sagen... Bootsdiebstahl? Das ist alles? Wie wär's mit bei Rot über die Ampel gehen oder einer alten Frau die Matratze klauen? Das ist doch nicht der Ernst. Ich weiß, wie Sie sich fühlen, Elliot, aber ohne Leichen können wir nichts machen. Dann finden Sie sie bitte. Wir haben gesucht, er hat gesucht, ich auch, wir alle. Wir haben sie umgegraben, die Insel. Ja, glauben Sie denn wirklich diese lächerliche Geschichte von dem Bootsunglück? Elliot, wenn wir ohne Leichen auf Mord plädieren und wir verlieren, sind Sie frei. Dann können wir nichts mehr anhaben. Nicht mal, wenn wir hunderte von Augenzeugen aufbringen würden. Das sind Mörder, Bill. Und Sie wissen es. Bootsdiebstahl. Mehr können wir nicht beweisen. Der Bundesgerichtshof der Vereinigten Staaten eröffnet das Verfahren. Den Vorsitz hat der ehrenwerte Richter Samuel King. Jennifer Jenkins und Buck Dwayne Walker. Sie werden des Diebstahls auf hoher See für schuldig befunden. Jennifer Jenkins, ich verurteile Sie zu 2 Jahren Gefängnis bei 5-jähriger Bewährungszeit. Buck Walker, Sie haben in zahlreichen Fällen bewiesen, dass Sie nicht bereit sind, die Gesetze zu achten. Das Gericht verurteilt Sie zu der zulässigen Höchststrafe von 10 Jahren. Sie wollten mich sprechen? Mein Name ist Kit Graham. Ich bin Macs Schwester. Es tut mir leid um Ihren Bruder. Ich will wissen, was mit ihm passiert ist. Es war ein Unfall. Das glaube ich Ihnen nicht. Mac hatte niemals Unfälle. Sie stahlen sein Boot, das er liebte. Sie haben es neu angestrichen und den Namen entfernt. Sie ermordeten sie. War es nicht so? Sagen Sie es mir. Na bitte. Thank you.
stammen von einem Menschen. Möglicherweise einer Frau. Von mehreren? Von einer, würde ich sagen. Wir haben sie nicht hier gefunden. Wir brachten die Kiste hierher, damit die Flut sie nicht wegspült. Und haben den Deckel wieder draufgelegt. Den Fundort habe ich mit einem Stock markiert, da drüben. Wissen Sie, wie viele Stunden am Tag dieser Strand nicht unter Wasser steht? Sagen wir mal 3 Stunden ungefähr. Wären Sie also nicht zufällig spazieren gegangen, wären die Knochen mit Sicherheit in der nächsten Flut versunken. Hallo, ein schöner Beweis. Möglicherweise für immer. Aber das müsste uns weiterbringen. Sie ist es mit Sicherheit. Muff Graham? Wenn das Muff Graham ist, ist das auch Muff Graham. Keine Zweifel? Nein, es sei denn, es gäbe sie zweifach auf dieser Welt. Und stark. Wenn das Ding noch größer wird, wird es bald Miete bezahlen müssen. Er hört dich. Das erschreckt. Er sieht harmlos aus, stimmt. Aber in Afrika nennen sie ihn Baumwürger. Er wächst auf Hartholzbäumen und saugt ihnen alles Leben aus. So wie einige Kerle, die ich kenne. Ha, ha. Transglobe Travel, Helen am Apparat. Oh, hi, Sunny. Ja, ja, sie ist hier. Hi, Mom, wie geht's denn? Wirklich? Wieso? Was hat er gesagt? Oh Gott. Ja, okay. Ja, ich rufe dich gleich an, Mom. Keine Sorge. Ja, ich rufe bestimmt gleich an. Okay, bis dann. Was ist? Nichts. Komm schon, Jane. Wirklich nichts Besonderes. Ich hab dir doch mal erzählt von diesem Ehepaar auf der Insel. Die beiden, die den Unfall hatten und verschwanden. Wo du mit diesem Kerl warst? Ja. Jetzt haben sie eine der Leichen gefunden. Von der Frau. Die Knochen. Oh Gott. Ich muss mich jetzt sofort im Gerichtsgebäude melden. Sie beschuldigen mich und Bug des Mordes. Sie werden erwartet, Sir. Danke. Entschuldigen Sie die Verspätung. Ich bin Len Weinglass. Ted Jenkins. Meine Schwester Jennifer. Hi. Meine Mutter Sunny. Hi. Nur etwas Eistee, bitte. Ich habe gelesen, was Sie mir geschickt haben. Ziemlich happige Punkte in der Anklage. Aber Sie sind nicht wahr. Mom. Bevor wir tiefer in die Sache einsteigen, habe ich eine Frage. Warum ich? Sie wurden uns empfohlen. Hauptsächlich bin ich Anwalt für politische Geschichten. Wissen wir. Abby Hoffman. Chicago 7. Pentagon-Papiere. Jennifer ist zu Unrecht angeklagt worden. Ist das nicht politisch? Die meisten meiner Klienten sind schuldig. Sie geben zu, das getan zu haben, wessen sie beschuldigt werden. Dann bin ich ein erfrischendes Novum für Sie. Wären Sie einverstanden mit einem Polygraphen? Lügendetektoren sind vor Gericht aber nicht zulässig, also wieso? Und wissen Sie, wenn wir es möchten, wird sich der Staatsanwalt das Ergebnis ansehen. Und Sie ebenso. Ist Ihr richtiger Name Jennifer Jenkins? Ja. Wohnen Sie zurzeit in der Evergreen Street 635 Fairmont?
Ja. Kannten Sie Muff und Mac Graham? Ja. Haben Sie in irgendeiner Weise mit dem Verschwinden von Muff und Mac Graham zu tun? Nein. Waren Sie in irgendeiner Weise an einem Plan beteiligt, um Muff oder Mac Graham Schaden zuzufügen? Nein. Waren Sie anwesend, als Muff Graham getötet wurde? Nein, nein. Als Sie die Insel verließen, wussten Sie da, dass Muff Graham getötet worden war? Nein. Und, wie war ich? Wissen Sie, ich muss das erst auswerten. Hören Sie, ich hatte Probleme mit einer der Fragen. Und mit welcher? Er fragte, ob ich anwesend war, als Muff getötet wurde. Ja. Ich wusste zwar, was Sie meinten, aber ich war auf der Insel. Könnten Sie die Frage anders stellen? Ja, sicher. Entschuldigen Sie uns bitte. Auf ein neues. Es wird Probleme geben, habe ich recht? Möglich wär's. Ich brauche jede Hilfe, die ich kriegen kann. Ich danke dir wirklich, Vince. Denn wir Jungs da unten in der Staatsanwaltschaft werden ein wenig arrogant. Und diese Schwitzübungen helfen mir, meine Perspektiven mal wieder zurechtzurücken. Ich bin froh, dir dabei helfen zu können. Bitte nach dir. Nein, na komm. Nein, die Gewinner zuerst. Aber ich muss immer zuerst gehen. Ach, hör mal, redest du mit meinem Freund? Eddie, ich bin kein Teamspieler. Wenn ich's wäre, dann höchstens auf einem Basketballplatz. Warum sollte ich also wollen? Ums Wollen geht's nicht, Vince. Es ist dringend. Sprich wenigstens mit ihm. Hi, Eddie. Mr. Bogliosi, mein Name ist Ted Jenkins. Meine Schwester braucht Ihre Hilfe. Eddie sagte mir, Ihre Schwester habe bereits einen Anwalt. Len Weinglass, ein wirklich kompetenter Mann. Len denkt, Sie wären eine unschätzbare Bereicherung für das Team. Er sagte, er könne zwar aufstehen vor den Geschworenen als Anwalt für politische Dinge und sagen, mein Klient ist unschuldig. Aber wenn Vince Bogliosi, der Charlie Manson hinter Gitter brachte, aufsteht und sagt, ich war viele Jahre Ankläger, ich habe tausende von schuldigen Angeklagten gesehen und ich sage Ihnen, diese Klientin ist unschuldig. Das wäre viel wert. Hat Len Ihnen gesagt, dass ich nur sogenannte Kapitalverbrecher vertrete, wenn ich überzeugt bin, dass mein Klient es nicht getan hat? Oder es zumindest mit gutem Recht getan hat? Ja. Ich sehe kein Problem. Jennifer, falls ich zustimmen sollte, Sie zu verteidigen, brauche ich Ihre Hilfe. Ich möchte, dass Sie zwei Listen machen. Eine mit Dingen, an die Sie sich erinnern können und die uns in Ihrem Fall weiterhelfen. Und ebenso eine mit Dingen, die Ihnen schaden können. Würden Sie das tun? Was meinen Sie mit falls? Ich dachte, jeder hätte das Recht auf einen Anwalt. Aber das muss ja nicht heißen, dass ich es bin. Sie glauben mir nicht, habe ich recht? Mr. Bogliosi, ich habe nicht getötet, niemanden. Wollen Sie damit sagen, Ihr Freund hat Sie getötet und Sie wussten nichts davon? Nein, nein. Ich kenne ihn, er kann es nicht getan haben. Ich meine, vollkommen unmöglich. Er konnte es nicht und Sie taten es nicht, aber Sie sind tot. Erzählen Sie, was an dem Tag geschah, als Sie verschwanden. Wir beide waren auf der Insel, ungefähr 3 Monate. Unser Proviant ging langsam zu Ende und wir wollten zu der anderen Insel segeln. Wir wollten dort Proviant besorgen. Buck sagte, Mac und Muff hätten uns zwei eingeladen auf die Sea Wind. So hieß deren Boot. Zu so einer Art Abschiedsessen. Buck brach noch sein Lager ab und ich backte einen Kuchen auf der Aiola. Aber wir haben uns dann so gegen 6 getroffen und gingen rüber zu der kleinen Bucht, wo die Sea Wind lag. Komm, geh weiter. Nein! Ahoi, Seawind! Die Dinnergäste bitten um Erlaubnis, an Bord kommen zu dürfen. Hallo! Bist du sicher, dass Sie uns eingeladen haben? Nein, das habe ich geträumt. Sie wollten einen Blaufisch fangen. Falls Sie später kommen sollten, sollen wir schon an Bord gehen und uns wie zu Hause bei Ihnen fühlen. Buck fand nichts Besonderes dabei.
Und später hat er mir dann gesagt, die beiden wollten zum Fischen und wenn sie nicht pünktlich zurück wären, sollten wir beide schon an Bord gehen und warten. Da standen Hors d'oeuvre und Drinks, sogar Apricot Brandy, mein Lieblingsgetränk. Buck stürzte sich sofort darauf. Wir hatten 2 Wochen lang nur von Krebsen und Kokosnüssen gelebt. Ein Apricot. Wie findest du das? Aber egal. Ungefähr nach 3 Stunden, als sie noch immer nicht kamen, wurde mir ungemütlich und ich wollte losziehen und nach ihnen suchen, aber... Buck sagte, bestimmt sind sie durch irgendwas aufgehalten worden und schlafen irgendwo am Strand. Und nebenbei wäre es viel zu dunkel. Es war dunkel. Pechschwarze Nacht. Und davon abgesehen war Buck betrunken. Wenn wir in der Dunkelheit suchen gehen, verlaufen wir uns bloß. Ganz ruhig, Baby. Sie sind wahrscheinlich auf der anderen Seite des Riffs und konnten nicht mehr zurückkommen. Ich schlief dann ein für ein paar Stunden wenigstens, aber... Bei Tagesanbruch weckte ich Buck und wir begannen dann sofort zu suchen. Es dauerte nicht lange, nach ungefähr 1 Stunde fanden wir es. Es war ihr kleines Beiboot, es lag kiel oben am Strand, als wäre es mit der Flut angespült worden. Buck sagte, dass sie in der Lagune einen Unfall gehabt haben müssten und die Haie sie wohl gekriegt hätten. Wir suchten weiter, 4 Tage, aber Spuren waren nicht zu finden. Jennifer, es waren 4 Menschen auf der winzig kleinen Insel. 2 von ihnen verschwanden. Von einer Person findet man Knochen in einer Aluminiumkiste. 2 kommen mit einem Boot nach Hawaii, das man den Opfern gestohlen hat. Bevor ich zustimme, Sie zu verteidigen, sagen Sie mir bitte, warum das Resultat dieser Rechnung nicht auf Mord hindeutet. Schwer zu glauben, dass sie jemanden umgebracht haben soll. Sie scheint so nett zu sein. Es klingt absolut plausibel, was sie sagt. Aber diese Rechenaufgabe geht nicht auf. 4 Menschen auf einer winzig kleinen Insel. 2 verschwinden und die beiden anderen landen auf Hawaii mit deren Boot. 4 minus 2 ist gleich 2. Was hast du gerade gesagt? Ich sagte, 4 weniger 2 macht 2, nicht 1. Ich kann nicht begreifen, wie er die umbringen konnte, ohne dass sie etwas davon mitkriegte. Dann bist du eben dieses Mal nicht hundertprozentig sicher. Die Leiche des Opfers wurde in Teile zerlegt, sodass der Mörder sie in eine Metallkiste stecken konnte. Und es gibt den Beweis, dass ihr Gesicht mit einem Schneidbrenner verbrannt wurde. War sie am Lügendetektor? Ja, sie erreichte +7. Also sagt sie die Wahrheit? Ja, so in etwa. Es ist eine Art gleitende Skala zwischen +6 und -6 ist... eine Grauzone. Die Wahrheit geht bis +30. Also +7 liegt mehr an der Grenze zur Wahrheit. Deine Schultern werden einfach nicht lockerer. Mir hat gefallen, dass sie nicht versucht hat, ihren Freund zu belasten. Wenn sie schuldig wäre, hätte sie die Chance ergriffen, die man ihr geboten hat. Aber nein, sie wurde beinahe wütend. Wir werden sehen. Und sie wollte den Polygraphentest. Auch, dass die Geschworenen das Ergebnis erfahren. Ich weiß nicht, irgendetwas kommt mir da falsch vor. Mir fehlt was. Guten Abend, Vince. Guten Abend, Glenn. Bequem so ein Ding, hm? Ja, prima. Ich habe immer die Hände frei. Ja. Schöner Schlips. Ja. Nein, bitte. Nein, nach Ihnen. Bitte. Falls es langweilig wird? Das war zufällig drin. Also, ich nehme an, wenn wir zusammenarbeiten, kümmern Sie sich um die Gerichtsmedizin und die Experten und ich mich um Jennifer. Werden wir denn zusammenarbeiten? Sie glauben ihr? Soweit ich es kann. Ich weiß einfach nicht, wer sie ist. Geben Sie mir noch ein paar Tage Zeit? Sicher, kein Problem, so viel Sie wollen. Hören Sie, damit Sie Mac und Muff besser kennenlernen, habe ich die Untersuchungsakten von der Staatsanwaltschaft geholt. Für den Anfang wird es reichen. Fast alles Aussagen von Macs Schwester Kit.
rasendes Sushi. Ich verstehe. Anfang der 70er Jahre lebten Mac, Muff, George und ich in San Diego. George und ich in einem Vorort und Mac und Muff wohnten auf ihrem Boot der Seawind. Es war ein wunderschönes Boot, Macs ganzer Stolz. Aber ich kann Ihnen eines sagen. Wenn Muff die Wahl gehabt hätte, hätte sie lieber unten in unserer Straße in einem netten, kleinen, ruhigen, langweiligen Heim im Landhausstil auf solidem Grund und Boden gelebt. Weißt du, es steht ein hübsches, kleines Haus, zwei Straßen von uns entfernt zum Verkauf. Nein, nein, wirklich! George sagte neulich gerade, Mac arbeitet jetzt bei Convair, na wie lange schon, 7 Monate ungefähr, ne? Wäre doch möglich. Wäre möglich, dass er das Hochseesegeln endlich mal leid ist und wir beide wie ein normales Paar leben. Es sind schon eigenartigere Dinge passiert. Nicht deinem Bruder, dem nicht. Manchmal ziehe ich es vor, ihn nur als deinen Ehemann zu sehen, weißt du? Hallo? Ahoi, ihr beiden. Was machst du schon so früh zu Hause? Ist das alles? Kein Kuss? Keine Gratulation? Dir gratulieren? Wozu? Ich hab tolle Neuigkeiten. Schatz, erinnerst du dich noch, als ich anfing bei Convair? Ja. April. Es war im April und ich... Und ich dachte, es wäre im Mai gewesen. Als ich heute feststellte, dass ich bereits einen Monat länger an dem verdammten Zeichenbrett sitze als notwendig, dachte ich, Skipper, du versäumst was. Und ich ging sofort in Tillmans Büro, sah ihm fest in die Augen und sagte ihm die Wahrheit. Ungefähr nach 10 Minuten hat er mir dann eine Versetzung angeboten. Ich habe dankend abgelehnt. Und er hat mich dankend rausgeworfen. Mein Schatz, erster Offizier und Sonne meines Lebens, wir sind frei, wir beide. Lass uns lossegeln. Sie heißt Palmyra und liegt ungefähr 1000 Meilen südlich von Honolulu. Während des Krieges diente sie als Marineluftstützpunkt, aber heute ist sie völlig verlassen. Kein Radio, kein Fernsehen, kein Telefon, nur blaue Lagunen, weiße, wunderbare Strände und Kokosnusspalmen. Unser eigenes Inselparadies. Und wie lange bleibt ihr da? Sagen wir mal 2 Jahre oder mehr vielleicht. Und Muff, was meint die dazu? Mein Freund, wenn sie das Wort packen hört, ist sie sofort da. Sag's ihm. Nein, sag ihm, dass du keine Lust hast dazu. Aber wenn ich ihm das sage, wird er ohne mich segeln. Dann lass ihn, meine Güte. Ich bin lieber bei Mac. Inmitten eines Sturms bei Windstärke 10 als irgendwo sonst auf der ganzen Welt, glaub mir. Es ist nun mal leider so. Hör auf, die Sorgen um mich zu machen. Ja. Mac, ich sag dir komm doch... Komm schon, wenn sie verstimmt gewesen wäre, hätte sie was gesagt. Geheimnisse gibt's bei uns. Sie hat aber Angst. Sie hat überhaupt keine Angst. Hör zu, ich bin kein unsensibler Klotz. Ich meine, ich weiß, sie ist nicht so erpicht aufs Hochseesegeln, längst nicht so, wie ich es bin. Ich hab's ihr noch nicht gesagt, niemandem. Das ist unsere letzte Fahrt. Bei unserer Rückkehr verkaufe ich die Seawind. Dann kaufe ich mir ein Stück Land, wenn möglich oben in den Sierras und baue ihr ein kleines Farmhaus. Mac Graham, du bist nicht nur ein unsensibler Klotz, sondern ein kompletter Idiot. Ein Farmhaus in den Sierras? Wie wär's mit einem Iglo am Nordpol? Sie möchte gern unter Menschen sein, bei ihren Freunden, ihrer Familie, ins Kino gehen, in Restaurants. Okay, okay. Ich baue ja einen Bungalow direkt bei euch nebenan. Wie wäre das? Wärst du dann endlich du zufrieden? Du sagst ihr, dass das die letzte Reise ist. Hast du verstanden? Du sagst es ihr. So, jetzt haben wir's fast. Oh, sagt George, Mac würde sich gerne ein paar seiner Sportmagazine ausleihen. Nur bis wir abfahren. Hallo? Oh, hi George. Stimmt, Muff ist hier mit dem Zeug, das wir aufbewahren sollen. Komm schon her, mein Schatz. Sag mir, dass du mich liebst. Gib mir ein kleines Küsschen. Das Ding haben wir aus Bali. Ja, und Mac wurde fast verrückt, weil er schon fürchtete, ich kaufe den ganzen Markt leer. Du, dieser Anruf da vorhin, woher wusstest du, dass es George ist? Ich hab geraten. Nein, hast du nicht. Du wusstest es. Darauf zu kommen war nicht schwer, immerhin lebt er hier. Anzunehmen, dass er dich ab und zu anruft. Das ist ja nicht das erste Mal und es geht nicht nur ums Telefon. Du sagst bereits, was ich denke, bevor ich es sage. Oh, jetzt mach dich nicht lächerlich. Nicht zu fassen, was ich alles aufgehoben habe. Also, tu mir einen Gefallen und sieh nicht wieder sonst was drin. Aber sollte uns was passieren, auf unserer Reise meine ich, dann sollst du diese Schuhe haben. Was meinst du mit sollte was passieren? Die hier stammt aus einer kleinen Stadt ganz dicht bei Rom. Da waren wir auf Hochzeitsreise.
Oh, schade. Sie ist zerbrochen. Ich komme nie mehr zurück. Oh, aber sei doch nicht albern. Natürlich tust Nein, du das. Nein, er kommt ebenfalls nicht zurück. Wir werden nie mehr zurückkommen. Beide nicht. Ich weiß es. Ich weiß es. Aber... Ja, das kann ich unterschreiben, kein Problem. Mr. Bugliosi. Er ist da drin. Sie sind spät dran. Ich musste Puffer noch eben füttern. Ich lebe in Marin County, das ist 37 Meilen von hier. Oh, ich habe es doppelt so weit, aber ich bin dennoch da. Ja, Sie haben recht. Ich weiß das auch zu würdigen. Da gibt's einen Park, der sehr schön ist, auf halbem Weg zwischen meiner Wohnung und hier. Park? Ja. Könnten wir uns da treffen? Ich habe noch nicht zugestimmt, Sie zu verteidigen. Oh ja, habe ich vergessen. Also, was haben Sie für mich? Was meinen Sie? Die Notizen, meine ich. Oh, ja. Haben Sie nichts? Wissen Sie, in der Firma hatte ich viel zu tun und dann komme ich nach Haus. Sie wissen ja. Sie lesen gerade was über Mac und Muff, hm? Ist es das, warum Sie mir den Kopf abreißen wollen? Also, wie begegneten Sie Buck? Okay. Es war 1972 in Hawaii. Es war im Juni. Ja, ich hatte mich gerade von meinem Freund getrennt. Es war der King Kamehameha Day und ich ging zu dieser Party. Schön, dich mal zu sehen. Wie geht's? Gut, und dir? Geht so, danke. Hallo, Jennifer, schön, dass du gekommen bist. Tolle Party, Mann. Ja, läuft ganz gut. Da. Oh, da sieht ja gut aus. Vielen Dank. Ich muss mich mal um die anderen kümmern. Schon lange mal vor. Aber bis jetzt hat's nie geklappt. Und Jimbo, da spielen ein paar Kinder an deinem Motorrad. Hey, wie geht's denn? Ich bin Buck. Jennifer. Hab dich vorhin schon bemerkt. Das war auch nicht zu übersehen. Es war auch nicht zu übersehen, dass du bemerkt hast, dass ich dich bemerkt habe. Ist hier ein Echo in der Gegend oder so? Wir können ja mal suchen. Suchen was? Ein Echo. Da erlebt man oft wundervolle Dinge. Ich soll verschwinden von einer Party, auf der ich gerade erschienen bin. Ich kenne dich doch kaum. Mein Onkel hat eine Dachdeckerei außerhalb von Hilo. Ich arbeite für ihn. Was machst du? Die Bücher? Nein, Mann, Dachdecken, weißt du. Ich klettere auf Dächer, Ziegel raufschleppen, teern. So lang, bis ich mir das Kreuz breche. Was treibst du? Arbeit auf dem Bau hinter den Hügeln. Ach, nicht. Das ist nicht fair. Ich habe gerade Schluss gemacht mit meinem Freund. Oh, zu traurig aber auch. Und ich möchte allein sein für eine Weile. Denn die ich aufgabele... Ja, wie sind sie, die du aufgabelst? Weißt du, was passiv-aggressiv bedeutet? Passiv was? Ich baue zwar Häuser, aber ich habe nur ein paar Bücher gelesen. Du meinst Verlierer, die durch ihre Mitleidstour bei dir das bekommen, was sie möchten. Erst machen sie dich so schwach, wie sie es sind, und dann wenden sie sich ab und gehen.
Dauernd habe ich solche Kerle und ich habe die Nase voll. Und? Und gabel ich dich jetzt auf, dann bist du auch so ein Typ. Aufgabeln du mich. Ich gabel dich auf. Ich meine, so war's noch nie, niemals vorher. Das ist der große Kahuna. Du bist der große Kahuna. Schleichst dich einfach in mein Leben ein. Woher kommst du eigentlich, sag mal? Ich bin ein Flüchtender. Ja, und du flüchtest wovor? Verkehr, vor Lärm und vor Menschen. Und vor Räumen, die eng sind mit vergitterten Fenstern. Du warst im Gefängnis? Ja. Weswegen? Überfall auf eine Tankstelle mit einer Kanone, die nicht mal geladen war. Da war ich 19. Und wo hast du gesessen? St. Quentin. Ist die Sache erledigt? Kriegen tun sie mich nicht, wenn du das meinst. Also, Mom, für heute mache ich Schluss. Wenn ich glücklich klinge, dann weil ich es bin. Buck hat zum Glück meine Dachdeckerarbeit übernommen. Und ich kellnere im Island Surf. Buck ist ein Traum. Er ist vollkommen anders als die Kerle, über die du dich immer beklagt hast. Er ist stark, aber auch sanft und rücksichtsvoll. Ich bin verrückt nach ihm. Im Moment sitze ich gerade in unserem neuen Nest, sehe auf die Hügel, die sich purpurn färben, während Buck... Gemüse anbaut. Ich liebe dich, Mom. Und Teddy auch. Ich hab dir gesagt, ich hab was gegen Revolver. Ich will sowas nicht im Haus haben. Das ist doch albern, was zu pflanzen, wenn man es nicht verteidigen kann. Das Zeug zu pflanzen war schon von vornherein albern. Süße, du warst einverstanden. Da ging es um ein paar Pflanzen für uns und nicht, dass du damit eine Handelszentrale für Drogen aufziehst. Handelszentrale für Dope, sehr gut. Das machst du nicht mit mir, mein Freund. Du Miststück. Entschuldigung. Jetzt beruhig dich doch. Mach die Tür auf! Mach jetzt die Tür auf! Ich zähl bis drei, mach die Tür auf! Hör doch nur, mach die Tür auf! Eins! Zwei! Was? Stark! Hey. Was macht ihr denn hier, Mann? Ein bisschen Spaß haben. Wir dachten, wir sehen mal rein und machen ein bisschen Action. Gut, Mann. Kommt rein, lasst uns einen trinken. Hey, Schätzchen, hol uns mal ein paar Bier, ja?
Tanzen wir. Na komm schon. Gute Idee, lasst uns tanzen. Na los. Hey Jungs, kennt ihr eigentlich schon mein Goldstück? Daryl, Georgie, das ist Jennifer. Baby, und dein Name? Ich bin Carla. Alles klar, Carla. Denise. Denise, auch sehr schön. Wo findet man sowas Niedliches? Ich hab dir was mitgebracht. Ist der Stoff gut? Klar. Oh, schön den Mund aufmachen. Jetzt bist du da. So. Hey, langer Weg vom Zehnblock hier. Was, Bari? Das ganze Zeug mit den Trips auf den Markt werfen. Was meinst du? Oh, du kannst versuchen. Gegen 10. Verhaftet.